Und als Kind denkst du halt, das ist eine super Ausrede. Ne? Ey, Tante Conny, ich habe nur geschwitzt, das ist keine Polarie, ne? Ich glaube, eine Treppelstunde oder so geht mir okay. Vorher. Und Robin, hast du gut geschlafen? Oh ja, ich habe richtig gut geschlafen. Und jetzt habe ich richtig Lust, einen Brennpunkt-Hörerwunsch aufzunehmen. Wow. Hast du auch gut geträumt? Ich darf nicht völlig falsch liegen, aber ich glaube, vom guten Johann mal wieder bezahlt. Ich habe sehr gut geträumt. Oh, Tino, jetzt habe ich deine tolle Überleitung verkackt. Oh, scheiße. Richtige Profis am Werk. Habe ich. Aber ich habe nicht so viel geträumt, weil... Ich weiß auch nicht warum. Ich träume relativ wenig. Ich habe neulich geträumt, dass ich habe neulich mit im Traum mit einem 138-jährigen Opa Spaß gehabt. Oh. Also nicht wie in du jetzt Richtung? Denkst, aber das war irgendwie, der war so quick wie der und ich dachte im Traum, oh, hoffentlich bin ich in dem Alter auch noch so cool. Hm. Und dann bin ich aufgewacht. Ich weiß auch nicht, es war ganz komisch. Das ist einer der wenigen Träume, die ich mal habe. Aber Träume. Oh, du träumst warte echt mal, ja. Wir reden ja hier heute über Träume und über Schlafparalyse. Luzide Träume habe ich auch gelesen. Okay. Und da dachte ich mir, das ist doch der Vater von Draco Malfoy. Der träumt auch, oder? Was ist das? Draco Malfoy? Ach ja, stimmt. Ja, genau. Luzide heißt der doch, oder? Heißt er nicht Lucifer? Keine Ahnung. Lucius heißt der. Ach, Lucius. Schiss. Oh, Amalakoi. Ja, luzide Träume. Sind das die, die man steuern kann? Ich glaube schon, oder sind das die, wo man dann feucht aufwacht? Beides, glaube ich. Ah, okay. Willkommen zum Brennpunkt Hörerwunsch hier mit Robin aus der RAFO das schmeckt. Und Tino Ranacher. Jetzt wollte ich dafür sorgen, dass dein Name nicht untergeht. Dann ist er aber untergegangen, weil wir jetzt gleichzeitig gesprochen haben. Ich bin eh anonym hier. Und wir haben wieder ganz tollen Brennpunkt Hörerwunsch, also einen Hörerwunsch bekommen. Einen Hörerwunsch innen, bitte. Richtig. Bevor wir jetzt wieder in Feminismus und Sexismus abdriften, müssen wir erstmal wirklich politisch korrekt sein. Ich denke auch. Der gute Johann, hast du gesagt, war ich das? Ich glaube, ich darf es jetzt gerade nicht, ich gucke jetzt nicht nach. Ich du hast es lange abgestritten, das ist lange abgestritten, aber es gibt den Hörerwunsch. Ich habe es nicht abgestritten, ich habe es irgendwie verrafft und ich habe dann halt nochmal nachgefragt, kann es sein, dass du das im 48-Stunden-Stream gespendet hast? Genau. Dann hieß es aber nein. Er hat irgendwie gesagt, hat er schon vorher, glaube ich. Aber im 48-Stunden-Stream wurde es angesprochen und deswegen hatte ich das irgendwie so, nur so halb. Also, dass ich es nicht irgendwie, ich hatte es mir nicht aufgeschrieben direkt, keine Ahnung. Aber ich habe mich gefreut über dieses Thema, weil wir das schon mal angerissen haben in einem Brennpunkt Internet, glaube ich, oder im Hörerwunsch, weiß gar nicht. Und ich bin ein Betroffener und das Thema ist sehr, sehr interessant, sehr weitläufig und wir reden einfach über alles, was Träume angeht, würde ich sagen. Ja, all things dreams. Ja, I have a dream zum Beispiel. I have a dream that one day. Ja. Ja, sowas. Na, fangen wir da an. War das vor 40 Jahren? Egal. Luzide Träume sind die man... Viel länger? Guck ich jetzt nach. Martin Luther King? Das ist schon ewig her. Echt, ja. Du hast gesagt... Ist von dem nicht dieses Phänomen von Leuten, wo man sagt... Ah nee, das war Nelson Mandela. Jetzt war ich rassistisch, guck mal. Ja, klar. Scheiße, der Mandela-Effekt. Der kommt doch daher, dass man denkt, der ist ja schon längst tot. Ich dachte, aber so lange ist es gar nicht her. Ich dachte, und er lebt du meinst noch. Die Rede von ihm, die war vor 40 Jahren... Von dem Fuck, Martin Alter. Luther King. Scheiße. Also Leute, Nelson Mandela erstmal. Der ist gestorben. Ehemaliger Präsident der Republik Südafrika. Ja. Und der ist tatsächlich erst 2013 gestorben. So. Aber viele dachten, er sei schon lange gestorben, genau. Schon vor vielen Jahrzehnten. Weil es irgendwie nur Schwarz-Weiß-Bilder von dem gibt. Aber das liegt daran, dass die so zurückgeblieben sind in Afrika. Da gibt's nur Schwarz-Weiß. So. Aber auch ich dachte, er wäre tot, übrigens. Ja, deswegen ist ja der Effekt so. Martin Luther King. Und der ist 68 gestorben. Und die Rede, 40 Jahre war vielleicht ein bisschen großzügig. Siehste. Also I Have a Dream ist von 63. Siehst du? Ja, aber es ist auch gar nicht so weiter her. Was ist das? 55 Jahre? Mathe Robin. Es ist länger her als 40 Jahre. Und der Mandela-Effekt sagt aus, dass viele Menschen dachten, er sei tot. Und es gibt eben eine, wie ein Fehler in der Matrix, in der Realität, dass Dinge passieren, dann doch nicht passiert sind. Ja. Und so Dinge. Und dann träumt man komische Dinge. Und dann ist man bei unserem heutigen Thema. Richtig.
Vielleicht zur Erklärung nochmal, weil Leute wissen das gar nicht. Schlafparalyse hatten wir nämlich jetzt noch gar nicht gesagt, was das denn eigentlich ist. Nee, das ist, es gibt viele Ausprägungsformen davon. Simpel gesagt, du wachst nachts auf und kannst dich nicht bewegen. Das ist im Prinzip schon alles. Das darf man aber nicht verwechseln mit, du wachst morgens auf und kannst nicht denken. Das ist bei den AfD-Wählern, richtig? Genau, das haben die jeden Tag. Das ist okay. Sehr, sehr traurig. Und du bist nachts steif. Also du hast ja eh jeden... ja, das kenne ich, das Problem. Das ist wirklich unerträglich. Das heißt, nicht nur am Morgen steif, auch in der Nacht wirst du steif und kannst dich nicht bewegen. Und das ist schon angsteinflößend genug. Aber das ist ja noch gar nichts. Ja, dann kommt nämlich Menschen, noch die Stiefschwester rein und vergewaltigt dich mit deinem Steifen. Ungefähr. Das war jetzt kein Traum, Robin. Ach so. Ja, nein, es gibt auch noch Menschen, die erleben ganz, ganz furchtbare Dinge. Und ich kann dir mal erklären, was mir passiert ist. Okay, erklär's. Ich hatte dieses Phänomen 3-mal. Ohne zu wissen, dass es das gibt. Ich wachte eines Nachts auf. Und es war so, dass in meinem Wohnheim, im Studiwohnheim, als ich noch studiert habe, hat sich jemand umgebracht, hat sich aufgehangen. An einem Baum vor meinem Fenster quasi. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Aber ich habe es halt gehört und es ist auch wirklich passiert. Aber das ist wirklich passiert und es war auch in dieser Nacht, als du da aufgewacht bist? Nee, es hat uns alle sehr beschäftigt und ich kannte ihn auch vom Sehen. Und ja, wenn er vor deinem Fenster hängt. Genau, ich kannte ihn eben nicht vom Sehen. Okay. Weil ich ihn nicht hab hängen gesehen habe. Hab ihn hängen lassen. Nein, ich habe ihn gar nicht gesehen. Und irgendwann, 3-4 Tage später, Nächte später, nachts, bin ich aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Ich mache hier immer das Radio-Lotte-Möbel kaputt. Ja, echt so. Ich leg's mal weg. Du hast den Stift zerbrochen, macht nichts. Egal, ja. Ich bin aufgewacht, konnte mich nicht bewegen und dachte so, what the fuck, was ist los? Aber es war irgendwie hell in meinem Zimmer. Und ich bin wieder eingeschlafen. Okay. Das war die erste Stufe. Noch ein paar Nächte später, das Gleiche. Ich wache nachts auf, auf dem Rücken, obwohl ich auf dem Bauch immer schlafe. Und es war wieder hell in meinem Zimmer. Es wurde so ganz langsam hell. Und so Nebel hat sich ausgebreitet in meinem Zimmer, so schwarzer Nebel. Und ich habe so ein Orchester gehört, so was ganz, ganz tief gestimmt war, so brumm, brumm. Okay. Und ich habe einen Verfolgungswahn gespürt, als würde mich jemand verfolgen wollen. Und ich habe so eine Präsenz in meinem Zimmer gespürt, in meinem WG-Zimmer gespürt. Irgendwer ist gerade da. WG-Bewohner? Vielleicht. Und konnte mich echt nicht bewegen. Und nach gefühlten 5 Minuten bin ich wieder eingeschlafen, es war vorbei. Dann war lange Zeit Ruhe. Und in den kommenden Semesterferien war ich bei meinen Eltern zu Besuch und habe dann in meinem alten Kinderzimmer geschlafen. Und da das Gleiche. Ich wache auf, bewege mich nicht. Und ich hatte damals so eine Lampe, die man hochfahren konnte, neben meinem Bett stehen. So, die wurde so langsam hell. Und es wurde auch dann auf einmal wurde mein Zimmer hell, ohne dass ich was getan habe. Und ich konnte mich nur halbseitig nicht bewegen, nur auf der linken Seite so ein bisschen. Also mein Arm konnte ich so ein bisschen unkontrolliert bewegen. Peter-Dück-Syndrom. Genau. Liebe Grüße gehen raus an Cripple2Go. Und wollte dann mein Licht wieder ausmachen, beuge mich mit viel Kraft zur Seite. Ups, steig ich was. Oh, das Mikrofon. Ist ja richtig Erlebnisradio gerade. 4D-Radio. Und schlage so mich zur Seite, will das Licht ausmachen. Und neben dem Lichtschalter am Boden sehe ich eine Figur. Die sah aus wie Gollum, nur viel böser, finsterer. Hatte lange Haare, hat mich angefaucht, so. Und ich wollte das Licht aber ausmachen. Und hatte sich rein, nerv nicht, ich will gerade hier was machen. Und ich habe übelst Angst bekommen vor diesem Vieh. Und es war auch so nass irgendwie, also es war ganz schweißgebadet. Habe ich mich wieder umgeschmissen, quasi auf den Rücken gelegt, habe dieses Vieh noch fauchen gehört ein paar Mal. Dann bin ich wieder eingeschlafen und es war vorbei. Und das sind Horrorerlebnisse. Und ich dachte, was war das denn? Ich habe das einfach als Albtraum abgestempelt. Ja. Und mehr ist es vielleicht ja auch gar nicht. Wollte ich gerade fragen, woher kannst du wissen, dass du wirklich wach warst? Na, weil es sich real angefühlt hat. Ja, aber das gibt es ja auch bei Träumen, dass sie sich real anfühlen. Na, aber ich lag ja immer auch in dem Zimmer, wo ich auch jeweils lag. Und es hat sich halt wie ein Wachtraum angefühlt, nur dass ich mich halt nicht bewegen konnte. Klar, kann auch nur ein Traum gewesen sein, alles gut. Und dann hatte ich einen Musikkollegen, mit dem ich früher Musik gemacht habe, bei dem habe ich übernachtet, wir haben noch an einem Song gearbeitet und er hat mir von einer Doku erzählt, die Nightmare heißt, oder Nightmares, auf Netflix war die früher noch.
Und da hat er berichtet von Leuten, die nachts aufwachen, sich nicht bewegen können und komische Sachen sehen. Da habe ich ihm das erstmal erklärt. Krass, das habe ich auch mal erlebt. Da haben wir uns die Doku angesehen und konnten danach nicht mehr schlafen. Die Doku war echt richtig finster. Und es sind halt Erfahrungsberichte von Leuten, die diese Schlafparalyse haben. Und ich kannte das Phänomen vorher nicht. Und was ich erlebt habe, das ist Kindergarten. Also in dieser Doku erzählen Leute ganz, ganz grausame Dinge. Machst auf jeden Fall gut Werbung für die Doku, muss ich sagen. Die gibt's auf YouTube. Ich finde auch vor allem, das ist ja das, was ich an Horror am interessantesten finde, weil ne, meine Geschwister haben mir ja in frühen Kindheitsjahren Hannibal gezeigt, nee, das Schweigen der Lämmer. Und haben gesagt, hier, ich klebe dich an den Kühlschrank, wenn du das jetzt nicht anguckst und so scheiße. Und meine Schwester hat mir da nochmal eine Folge von Akte X gezeigt mit irgendeinem so grünen Licht. Wenn irgendjemand weiß, wovon ich spreche, schickt mir gerne mal einen Link. Ich würde das gerne aus heutiger Sicht nochmal schauen, weil ich glaube, ist total lächerlich. Mhm. Ja, es ist richtig lächerlich, kann ich mir vorstellen. Aber ich als Kind habe ich mich so beschissen, wie gruselig das ist. Also es gab irgendwie so ein grünes Licht, was dann überall rumschwirrt und irgendwas Komisches mit Leuten macht. Und dann gab es noch eine andere Folge mit einem Mann mit Haken und der war aber letztendlich ein Typ, der halt irgendwie Werkzeug in der Hand hatte und auf dem Foto sieht es aber so aus wie ein langer Mann. Meister. Ja, genau. Auf dem Foto sah es aus wie so ein Mann mit langen Armen und Haken an den Händen, keine Ahnung. Und diese zwei Folgen hat mir meine Schwester gezeigt und da habe ich mir richtig eingeschissen. Aber dadurch glaube ich, dass es dadurch ist, habe ich halt heutzutage bei Horror überhaupt gar nichts mehr. So, das juckt mich nicht. Und wenn es übernatürlich wird, bin ich halt sofort raus. Aber das, was du schreibst, wenn das muss ja irgendwo aus dir quasi kommen. Ja. So. Und das ist für mich so das Faszinierendste an Horror, an Thriller, alles, was irgendwie so das menschliche Hirn, weil das einfach auch noch nicht so wirklich ergründet ist. Alles in die Richtung, was nicht so erklärbar ist oder so in Richtung Wahnsinn oder so, das huckt mich schon. Oder was weiß ich, Psycho Killer oder weißt du, diese ganzen. Geht mir auch so, diese ganzen so Slender-Filme, wo alle nur so getötet werden, nicht Slender, Slasher, genau, die finde ich ja furchtbar langweilig. Die Slender-Filme. Slender, ja, ich dachte an Slenderman. Diese ganzen Filme mit Slenderman, es regt mich auf, ey. Es nervt. Ein jetzt schon im letzten Jahrzehnt, ey, es wird langsam. Furchtbar. Ja. Die finde ich langweilig, so, wo nur Gemetzel ist. Aber ja. So diese Psycho-Dinger, ja, wo du nicht weißt, wo kommt's her. Und wenn es dann noch einen realen Bezug hat, vor allem, ja. Dann kriege ich richtig Schiss. Und ich kann mir auch diese Doku nicht mehr ansehen. So, ich wollte die mir gestern Abend angucken, vorm Einschlafen, weil ich dachte, nee, das machst du nicht. Habe sie mir beim Frühstück heute Abend nochmal angesehen, zur Hälfte zumindest. Und das Ding ist, bei diesem Schlafparalyse-Ding, dass es schon im Mittelalter diese Beobachtung gab. Es gibt auch so richtig Bilder und Beschreibungen von Leuten, die das auch schon gesehen haben. Und dass es auch von der Kultur unabhängig ist. Menschen sowohl in Asien als auch in Afrika, Europa, Amerika berichten das Gleiche. Garantiert eine logische Begründung haben, halt irgendwelche Sachen, die du in deinem Alltag nicht verarbeitet bekommst oder so, die dann halt unterschwellig noch da sind und irgendwie dann so ausbrechen oder was weiß ich. Das denke ich eben, dachte ich auch lange Zeit, aber es wird noch sehr konkret. Also auch in der Doku beschreiben Leute, dass sie das Gleiche haben, nachts aufwachen, sie nicht bewegen können und so ein rotes Licht in ihrem Zimmer vorherrscht, ein helles rotes Licht. Und ja, da ist deine Iris, da ist deine Iris halt blutunterlaufen, ja, oder so. Das kann man sich alles logisch herleiten. Es geht noch weiter. Immer ist die Tür auf bei den Leuten. War bei mir nicht der Fall, aber bei denen war die Tür oftmals auf. Und so drei. Kommt Jesus rein mit drei Freunden da, bringt ja Weihwasser rein, wenn's Weihrauch. Oh, wenn's Jesus wäre, aber ich bin leider nicht bibelkundig, sorry. Schade. Aber die berichten von so drei Figuren, die in ihr Zimmer laufen, wie so 3D-Schatten. Okay. Die manchmal so wie so Bildfehler haben, so Störungen. Und die kommen rein und einer von denen hat einen schwarzen Hut, hat so einen Hut auf. So. Und die kommen zu dritt an das Bett. My lady. Genau. Ist ein Neckbeard-Talk. Und kommen dem ganz nah ins Gesicht so und untersuchen die Personen und fassen die auch teilweise an. Das ist auch nur wieder eine Stufe, es gibt noch viel mehr Stufen. Und das sind quasi Berichte, die von mehreren Leuten identisch berichtet wurden. Identisch, 1:1. Und nach der Doku hat mein Kollege gesagt, dass seine Cousine das auch mal beobachtet hat. Haben wir die angerufen am späten Abend und die war auch noch wach. Und dann haben wir sie gefragt, sag mal, du hast doch mal erzählt, dass du so Männer in deinem Bett gesehen hast nachts. Da hat sie erzählt. Ja, da hatte ich Sex. Nee, das nicht. Und da war sie gerade frisch Mutter geworden, hat ganz viele Nächte nicht geschlafen, hatte viel Stress, was auch die in der Doku erzählen. Es war immer eine sehr stressige Zeit und sehr anstrengend gerade. Sie ist gerade Mutter geworden zum ersten Mal und hat jede Nacht, wirklich über Wochen lang, jede Nacht
neben ihrem Bett auf so einem Stuhl oder so einem Hocker einen schwarzen Mann gesehen, also nicht jetzt so ein Nigger, sondern ein Mann, der komplett schwarz war, wie ein Schatten. Wie bei Detektiv Conan. Sie hat gesagt, einen Cowboy hat sie gesehen, aber es war ein Mann mit Hut. Okay. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Hat sie jede Nacht beobachtet und hat immer mal zum Kind geschaut im Kinderbett. Und das hat sie berichtet, die wir auch persönlich kennen. Das heißt, auch wenn die Doku jetzt irgendwie fake wäre, was sie ja nicht ist, was man ja weiß, selbst dann kennen wir ja jemanden, der das auch so gesehen hat. Da berichten ganz viele von diesen schwarzen Männern, von dreien, und einer hat einen schwarzen Hut auf. Und einer hat das als Kind erlebt und die Männer haben ihn durchgekitzelt, zum Beispiel. Und er hat es nicht mehr ausgehalten. Es klingt lustig, aber er hat es nicht ausgehalten irgendwann, weil es so immer schlimmer wurde. Das ist auch nur wieder eine Stufe mehr, die auch noch relativ harmlos ist. Also erstmal, wir müssen einen kurzen Exkurs machen. Merkt ihr das mit den Männern und Mach das. Aber einen kleinen Exkurs, weil du hast gerade etwas gesagt, die ist zum ersten Mal Mutter geworden. Und da habe ich jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, kann man denn überhaupt mehr als einmal Mutter werden in dem Sinne? Weil wenn du Mutter bist und dann noch ein Kind kriegst, dann wirst du ja nicht mehr Mutter. Da bist du ja schon Mutter gewesen und bist dann halt immer noch Mutter. Ja, Mutter von zwei Kindern. Dann du wirst ja dann nochmal Mutter. Und die Frage ist, wenn dein erstes Kind, wenn das stirbt und du danach ein zweites kriegst, kannst du dann nochmal Mutter werden oder ist dieses Muttersein so ein durchgängiges Ding, auch wenn dein Kind tot ist? Du bleibst Mutter, glaube ich. Ja? Oder sind nämlich die wirklich wichtigen Fragen. Du machst da, glaube ich, eine Pause, eine Mutterpause. Ach so. Da kriegst du noch Mutterschaftsurlaub. Genau, da wirst du nochmal Mutter. Ist das weil es dein zweites Kind ist. Das wäre jetzt meine Definition. Okay. Man sagt ja auch vierfache Mutter. In dem Fall wäre es dann spannend, wer ist am öftesten Mutter geworden? Also bei wem ist am öftesten das Kind gestorben und dann kam das nächste? Stimmt, kann auch ein Rekord sein. Ja, sollte man mal überprüfen. Aber du bist ja quasi für jedes deiner Kinder jeweils die Mutter. Ja, das heißt, das kann dir ja keiner mehr nehmen. Das Kind schon, aber diesen Mutterstatus, den hast du dir erarbeitet, oder? Schon. Ja. Aber wenn das Kind stirbt, bist du keine Mutter mehr. Keine aktive. Schwierig. Ist man dann passive Mutter. Genau, passiv. Retired quasi. Mutter im Ruhestand, ja. Gibt's auch. Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Ja. Also ich finde das immer echt faszinierend, so irgendwie von einzelnen Wörtern eigentlich die Definition mal zu hinterfragen. Ja. Ein Baum. Was ist eigentlich eine Mutter? Was soll die Scheiße? Eine Mutter ist, die ein kleines Wesen durch ihre Vagina gepresst hat. Halt, stopp. Ja. Man kann auch Mutter sein, wenn man das Kind adoptiert hat. Das stimmt, weil sonst hätte ich jetzt die nächste investigative Frage gestellt, Tino. Ab wann kommt der... Wann ist der Punkt, wenn du Mutter bist? Wenn es im Bauch ist oder bei der Geburt? Und wenn es bei der Geburt ist, Tino? Du bist werdende Mutter. Wenn es bei der Geburt ist, ab welchem Prozentsatz, wie das Kind draußen ist, oder wirklich erst mit der letzten Fußspitze, bist du erst ab dem Punkt, was muss die Vagina verlassen haben, bis du wirklich Mutter bist? Wie viel Prozent des Kindes muss schon draußen sein und muss es leben? Gegenfrage. Wenn du bei der Geburt falsch rum rauskommst, wirst du dann eine Rettung? Nee, dann um den Beinen zuerst rauskommst, dann trägst du deine Mutter für eine Sekunde als Hut. Ja, das stimmt. Vielleicht auch länger, wenn es die Mutter lustig findet. Vielleicht. Guck mal, ich bin dein Hut. Nee, du bist ja werdende Mutter, wenn du schwanger bist. Oder wenn du eins adoptierst, wenn du es gerade bestellt hast. Dann bist du werdende Mutter. Okay. Du bist es ab dem Moment, wo du es in Fürsorge hast, wenn du dich darum kümmerst. Aber wenn ich mit einer Frau Sex habe, ja. ist sie dann theoretisch auch schon werdende Mutter, nur dass es halt dann irgendwie abgebrochen wird? Du bist ja auch werdende Mutter, wenn du dann die Schwangerschaft abbrichst. Potenziell werdende Mutter. Warst du ja trotzdem werdende Mutter. Eine potenziell werdende Mutter, während ihr gerade den Akt vollführt. Okay, also jedes Mal, wenn ich Sex habe, habe ich das mit potenziell werdenden Müttern. Das klingt ganz schön gruselig. Im Moment des Ejakulierens, wenn das Spermium in der Frau landet, ist sie eine potenziell werdende Mutter. Kann man da diesen Rafiki-Move machen, so ein bisschen Sperma auf die Stirn und dann du bist jetzt eine Mutter. Ich denke eine auch, werdende, Oh Gott, oh Gott. Okay. Das sind die Stufen. Ja. So viel also zu diesem kleinen Exkurs. Männer, die in den Raum reinkommen, wo wir gerade von Sex sprechen. Vergewaltigung. Ja, lustig. Das gab es übrigens auch. Ach, Vergewaltigung gab es auch. Na, dann ist das doch was für mich. Was ich eigentlich sagen wollte, ich versuche ja immer so Dinge logisch zu erklären. Wenn du dann sagst irgendwie so, dass mehrere Leute diese Beobachtung haben mit Männern kommen rein und haben den Hut auf, dann würde ich darauf verweisen, naja gut, es gibt dann jetzt vielleicht irgendwie 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Da ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass da mal 2, 3 die gleiche Erfahrung machen. So. Das muss ja noch nichts heißen, dass das so ein, dass das in jedem Menschen irgendwie drin ist. Weißt du, dass man potenziell so eine 3-Männer-Begegnung da haben könnte. Ja, das sind ja schon viele Faktoren. Zum einen hast du Schlafstörungen, du wachst auf, bewegst dich nicht, das Zimmer wird rot,
du siehst drei Männer mit in Schwarz, einer hat einen Hut auf. Ja. Das ist schon, das sind viele Faktoren. Und jeden Punkt, den du ansprichst, fällt halt ein Zehntel weg von der Menschen auf Welt, jetzt nur mal so angenommen. Ne? So 7 Milliarden, dann fällt halt 1 Milliarde weg mit Schlafstörungen oder so. Also eine Milliarde davon halt Schlafstörungen, davon halt, was weiß ich, 100.000 haben dann diese Schlafparalyse. Aber es gab jetzt keinen, der davon berichtet, dass er einen rosa Elefanten gesehen hat, der in sein Zimmer reinkommt, zum Beispiel. Es sind ja immer schwarze Männer. Vielleicht haben die Angst, sowas zu sagen, weil die dann als verrückt abgestellt werden. Es gibt bei diesen Schlafparalysen gibt es auch so eine verhasste Fraktion, ja, die rosa Elefanten sehen, die werden nicht anerkannt. Ja, kann ja sein. Die werden gemobbt. Ich weiß nicht. Da gehst du her eher nicht mit hausieren, wenn du sagst, ich sehe rosa Elefanten. Ist peinlich, ja. Die sind dann, kommt aus dem Closet raus hier, Leute. Traut euch. Möglich. Also wenn ihr rosa Elefanten seht, kommt zu uns und wir werden euch dann quasi interviewen und euch euer Thema wichtig machen. Okay. Aber ja. Daraufhin, und es werden immer krasser, die Beschreibungen von den Leuten, es gab dann auch noch zum Thema Zufall ein Pärchen, die hatten dasselbe Erlebnis zum selben Zeitpunkt. Und zwar, er fängt an zu reden, dass er nachts wach wird, wie immer, und auf ein schwarzer, großer Dämon mit so roten, leuchtenden Augen setzt sich auf seinen Bauch drauf und schreit ihn an. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Du weißt, wer ich bin oder irgendwie sowas. You know what it is. Und das geht eine halbe Stunde für ihn gefühlt. Und dann am nächsten Morgen erzählt er das seiner Freundin. Mhm. Und die Freundin sagt, Alter, als ich wach wurde, konnte ich mich auch nicht bewegen, konnte aber zu dir rüber gucken und ich habe gesehen, wie du auch steif lagst und hattest eine schwarze Katze auf deinem Bauch mit roten Augen, die dich angefaucht hat. Ja, das lässt sich ganz logisch erklären, Tino. Das ist einfach wirklich passiert. So, ja. Da saß wirklich ein fetter Dämon. Nein, aber vielleicht war es wirklich einfach eine sehr fette Katze, die wirklich nachts da reingekommen ist. Aber er hat sie als Dämon gesehen und, ja, und weil, er hat gesprochen wenn du ihm eine fette Katze, ja, 1 Zentimeter vor deinem Gesicht hast, weil die auf deinem Brustkorb sitzt, dann ist es ein fetter Dämon. Außerdem sind Katzen hässlich, die sind alle fette Dämonen. Der Dämon hat gesprochen und er hatte eine Schlafparalyse. Und sie hatte die auch, sie konnte sich auch nicht bewegen. Und hat das Gleiche gesehen, wie er gesehen hat. Und wie sollen die Katze da hinkommen? Die haben keine Katze. Auch da verweise ich auf die 7 Milliarden Menschen als großer Kritiker und sage, 7 Milliarden Menschen, ja, die über Jahrtausende hinweg hier leben, das muss früher oder später einfach aus Zufall mal passieren, so ein Erlebnis. Das ist doch wie diese Theorie mit den Affen. Wenn du einem Affen eine Schreibmaschine gibst und ihn für immer und ewig und endlich lang auf eine Schreibmaschine tippen lässt, ja, dann ist es auch wahrscheinlich, dass er irgendwann mal Goethes Faust schreibt. Theoretisch ja. Rechnerisch ja. Praktisch ist es Bullshit. Das geht überhaupt nicht. Naja, wenn er unendlich lange da sitzt, müsste es theoretisch irgendwann aus Zufall passieren. Theoretisch, aber praktisch nicht. Er wird für immer irgendeinen Scheiß schreiben. Da wird niemals Goethes Faust rauskommen. Und das ist das Gleiche. Rechnerisch hast du recht. Aber praktisch ist das ein bisschen seltsam. Alter, trotzdem. Ich möchte festhalten, Mathe Robin, dem wurde gerade attestiert. Rechnerisch hast du recht. Danke. Zu grob. Ja, ja, ich versuche ja immer nur, ne? Ich bin, also ich glaube nicht, dass da wirklich irgendwie ein Dämon, weißt du? Es können ja auch nur Träume sein. Aber viele vermuten auch, dass Experimente gemacht werden mit denen. Es gibt auch immer so diese Gerüchte von Alien-Entführungen und so und dass nachts irgendwie Menschen untersucht werden. Die Theorie gibt es auch, dass sie quasi die Menschen paralysieren und die untersuchen. Manchmal werden sie eben wach dabei. Also pass auf. Ja. Bei einer Sache, bei der ich mitgehen würde, die für mich auch nicht übernatürlich ist oder klingt, dass die Menschen einfach tatsächlich irgendwie so eine Art Verbindung übers Gehirn haben können durch irgendeine Strahlung, die wir halt nicht sehen, weil man kennt das ja zum Beispiel, ja, eine Figur, die zweidimensional ist, ja, die sieht ja die dritte Dimension gar nicht. Richtig. So wie wir quasi die vierte Dimension nicht sehen können, nicht in dem Sinne wahrnehmen können. So, und wenn da jetzt quasi irgendeine Art von Strahlung ist, die wir einfach gar nicht sehen können oder erfassen können oder sonst was, aber eine übergeordnete Spezies oder so, würde da tatsächlich Strahlen zwischen unseren Gehirnen jetzt hin und her, irgend sowas, irgendeine Art Verbindung, die vielleicht ganz schwach ist oder so. Und dass die dadurch im Schlaf halt, weil die, was weiß ich, 50 Jahre verheiratet waren und so gleichgeschaltet sind oder so, dass sie dadurch irgendeine Art Verbindung hatten und, weißt du, so könnte ich mir das schon erklären, das wäre für mich nicht übernatürlich, sondern einfach nur so eine Art von irgendwas Biochemisches, was wir uns noch nicht ganz erklären können, weil wir dumm sind.
So. Gerne, bin ich gerne offen dafür. Ich sage ja auch nicht, dass es so sein muss. Also ich habe keine Angst, nachts von einem Dämon zerdrückt zu werden, der auf meinem Brustkorb sitzt. Ja, aber doch meistens ist nichts passiert. So, dass sie ja wieder wach werden und gesund sind. Mhm. Aber es ist eben psychischer Stress, dass du... Manche haben es ja jede Nacht oder einmal die Woche. Was halt auch noch dazu kommt, es gibt ja auch, also es ist gar nicht so schwer, sich Erinnerungen einzubilden und dann da fest von auszugehen, weil während du jetzt davon berichtest, habe ich das Gefühl, ich hätte das auch schon mal gehabt, dass ich einfach nachts wach geworden bin und mich nicht bewegen konnte. Ja. So, aber ich bin mir gerade nicht wirklich sicher, dass das wirklich so passiert ist. Also es war jetzt demnach kein so einschneidendes Erlebnis, sondern ich habe halt da gelegen, konnte mich nicht bewegen. Und man kennt das ja auch aus Träumen, das habe ich auf jeden Fall schon gehabt, dass man halt rennt, aber sich nicht von der Stelle bewegt, genau, und so. Ja. Und deswegen, also, wenn man oft genug drüber redet, vielleicht denkt man dann irgendwann, ach stimmt, ich hatte das ja auch. Und das kann auch nur so ein Zwischenzustand sein. Zwischen, du bist irgendwie wach geworden, aber dein Körper ist noch irgendwie, weil du ja eh, wenn du schläfst, ja, steif bist. Ja, guckst auf die Uhr, so. Kein Bock auf Schule. Und so eine Art, dann genau. Dann bist du halt einfach steif und sagst, oh, ich kann nicht aufstehen, ich komme nicht in die Schule, huch. Genau. Schlaf ich halt weiter. Ja. Kann ja alles sein. Hm. Und also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ich würde noch so ein, zwei Sachen aus der Doku erzählen, die die Menschen berichtet haben, dass bei dem, war es ein Mann oder war es eine Frau, ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt sehr wichtig. Ja, echt? Doch, ist wirklich wichtig. Ich weil, wollte dich gerade schon wieder als Sexist, was nein. Ist denn jetzt? Jetzt kommt so eine Faustbewegung naja, in so ein genau. Loch rein, was ist denn da los? Weil nämlich aus einer Bettdecke unten von der Person ja. Kam, ich glaube aus der Vagina, mhm. Tatsächlich kam irgendwie so ein, wie so eine Roboterhand raus, mhm. die so Bohrer hatte und Messer. Also sie ist auch nachts wach geworden, kann sie nicht bewegen, bla bla bla. Hat ihren Vibrator vergessen. Und dann kam aus ihrer Mumu, kam dann halt so eine Roboterstange raus mit so einem Bohrer dran, als sie halt durchbohrt am ganzen Körper. Und sie hat die Schmerzen halt gespürt am ganzen Körper, während sie das hatte. Und das Blut ist zerspritzt und so und sie hat gelitten. Und irgendwann ist sie wieder aufgewacht und nichts war. Das war auch noch so eine Stufe von Schlafparalyse, wo man echt Angst haben muss. Sie hatte halt einen Albtraum. Ja, alle haben Albträume. Naja, also ich weiß nicht, ob ich das für dich... Ich suche auch keine Erklärung jetzt hier, aber ich sag nur, dass es dieses Phänomen gibt. Ja. Der Schlafparalyse. Was dahinter steckt, I don't know. Aber das gibt es ja offenbar. Ich versuche ja, also ich bin halt Skeptiker, tut mir leid. Sollst du auch sein. Und dann wurden auch viele befragt in der Doku, was macht ihr eigentlich dann? Auch dieses Schmerzding zum Beispiel. Eigentlich kann man ja im Traum nicht wirklich Schmerz empfinden und ich komme gleich auch noch zu einem Traum von mir. Hm. Aber wenn du etwas siehst und dir quasi vorstellen kannst, wie sich das anfühlen muss, kann dir dein Gehirn halt schon irgendwie das Gefühl geben, dass du das gerade empfindest. Ich hatte schon Schmerzen im Traum. Schmerzen oder auch, dass ich Sachen gerochen und geschmeckt habe, die eklig waren. Ja, aber dann musst du ja irgendwie... Das muss ja eine Datenbank sein, die du anzapfst, quasi. Du riechst wahrscheinlich im Traum nicht irgendwas, was du noch nie gerochen hast. Ja, ja. Also außer man, du denkst. Man sagt ja auch, du siehst Menschen, die du schon mal gesehen hast im Traum. Ja. Du findest keine neuen Menschen, sondern die hast du alle schon mal gesehen. Ja. Ja, und deswegen, ich weiß nicht, wenn sie sagt, ah, ich wurde da von meinem Dildo zerbohrt. Schau es dir gerne mal an. Ich werde dir mal den Link schicken nachher, dann kannst du dir die Doku mal ansehen. Ich habe mir 6 Stunden lang Leaving Neverland angeschaut, da schaffe ich das auch. Oder waren es 4? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall viel zu lang. Ich glaube 4 Stunden. Leaving Neverland. Im Grunde kannst du es runterbeulen zu Michael Jackson hatte Sex mit Kindern. Oh, ah. Eine Neuigkeit. Fertig. Eine Neuigkeit. Ja. Passend habe ich gerade heute erst wieder gehört. Richtig geiler Song von Rucka Rucka Ali. Muss ich kurz einspielen. Ist einfach so geil. Ich liebe diesen Song. Ich hatte auch schon mal erzählt, dass es diesen Song von Michael Jackson gibt, You Don't Know Where Your Children Are. Ach so, schöner, ja, hat er erzählt. Hm. Sweet But Psycho. Sleeping with Michael, a little bit frightful, and not the screaming, oh my, oh my, my, my. So schön. Young Kids Sleeping with Michael. Ich liebe den Song. Toll. Ja. Tolles Lied. Gut, mein Traum. Und vielleicht kommen wir dann auch in der zweiten Hälfte eher so auf dieses luzide Träumen, weil da habe ich 1, 2 spannende Fragen, glaube ich, die vielleicht auch ein bisschen Psychoanalyse an dir performen. Mein Traum war, ich glaube, das habe ich auch irgendwann, ich glaube, im Stream habe ich es mal erzählt. Das war der einschneidendste Traum, den ich jemals hatte. Wir hatten in Eringsdorf damals, ich sag mal vorsichtig, Kumpel von mir hatte eine schizophrene oder irgendwie kaputte Mutter. So. Mhm. Und die war auch sehr bekannt in dem Dorf und hat ihn halt auch mal geschlagen und so und saß im Bus, hat dann mit sich selbst geredet, dies, das.
Und ich habe irgendwie von der geträumt, wie ich bei ihr in der Wohnung war, weil die Wohnung kannte ich. Ich hatte ihn ein, zwei Mal besucht. Und habe, warum auch immer, dann in dieser Wohnung Schränke von ihr durchsucht, um zu schauen, ob ich da irgendwie... Also der Traum war relativ lang, gefühlt. Mhm. Theoretisch, glaube ich, ist es ja auch so, dass du einen Traum irgendwie nur in den letzten wirklich 5 Minuten vom Wachwerden oder so träumst. Oder ich glaube, ein Traum tatsächlich, der erzählte Zeit ist nicht gleich Erzählzeit. Nee. So, wie im Film. Und letztendlich bin ich nach langem Hin und Her an den Schrank von ihr gegangen und habe irgendwie in diesem Schrank gewühlt. Und hab dann hinter mir, also ich wusste, dass ich gerade was Geheimes mache, was nicht entdeckt werden sollte. Und hab dann hinter mir ein Geräusch gehört und hab sie durch so einen ganz langen Gang in diesem Haus mit einem Baseballschläger auf mich zurennen sehen. Mhm. Und exakt in dem Moment, wo sie bei mir ist und mit dem Baseballschläger auf meinen Kopf draufhaut, knall ich in echt mit dem Kopf hoch an ein Brett, was über mein Bett angebracht ist, wo mein Radio drauf stand. Ach krass. So. Mhm. Und das konnte ich mir nie erklären. Mhm. Also bis heute auch nicht. Ich habe natürlich mittlerweile Vermutungen, wie das gehen kann, dass ich das voraussehe quasi. Mhm. Ich vermute, dass das wirklich innerhalb von dieser einen Sekunde, wo ich nicht raffe, was passiert, habe ich mir das vielleicht auch zurechtgebogen schnell oder so. Ich weiß es nicht. Aber für mich hat es sich angefühlt, wie ich sehe die 10 Sekunden lang auf mich zurennen und weiß, was gleich passiert und kriege dann wirklich den Schlag vor den Schädel, den ich tatsächlich im echten Leben spüre und dadurch wach werde. Mhm. So, das war super creepy für mich. Und ich kann ja nicht sagen, ob das irgendwie anders begründet werden kann, außer ich habe mir das in dem Moment zurechtgebogen. Aber keine Ahnung. War gruselig. Zufall, wer weiß. Oder ich bin halt einfach super gut und wusste, dass ich mich verletze und habe schnell mir das zurechtgebogen, um diesen interaktiven Traum noch geiler zu gestalten. Es war echt hart. Also, es war ein richtig heftiger Schlag. So. Es war auch schon, dass ich dachte jetzt, Schädeldecke kaputt oder so. Ich bin halt echt so zurückgeschreckt, wahrscheinlich, weil sie geschlagen hat oder so. Und bin dadurch da dran, also das wäre halt, kann ja auch Zufall gewesen sein, dass ich dadurch wach geworden bin, dass ich dachte, oh nein, sie schlägt mich. Und dann wirklich durch Zufall hochgeschreckt bin und dann wirklich einen Schlag abbekommen habe. Ja, manchmal, aber das war hart. Manchmal hörst du ja auch im Traum den Wecker schon. Kennst du das? Dass du dann, dass du einmal, ich stehe nicht einmal mit Wecker Musik auf. Hörst und dann, ich schon leider. Ja. Und du dann diese Musik hörst und den aber im Traum anders interpretierst und wahrnimmst, dann wach wirst. Und dann merkst du, dass es der Wecker gewesen ist. Inception hast du gesehen, oder? Nee. Auch nicht. Da geht es auch viel um Träumen. Ich hatte mal eine DVD da vorne, aber die hat sich aufgehangen bei Minute 12 oder 13. Ja. Und die habe ich dann zurückgeschickt. Inception kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist schon. Mach ist ich schon gerne. Gut. Da geht es sehr viel um Träume. Da ist das nämlich auch so. Die haben aber ich kenne das Ende halt schon. Es wurde mir mal gespoilert. Egal. Ist trotzdem gut. Okay. Das kann man trotzdem schauen. Da ist es halt auch so, um aufzuwachen, haben die vorher immer so eine Musik, so eine französische. Und dann hören die das schon und wissen, okay, ich wach gleich auf. Und das ist da auch so ähnlich. Also ein Weckruf. Die sind dann quasi darauf trainiert, dass sie das wissen, okay. Ja, ja. Wie bei Pokémon in der Safari-Zone früher, wo es dann hieß. Genau nur, so, genau das. Was? Nur noch 10 Schritte und dann bist du hier raus. Ach so, stimmt. Doch, dun, dunkel dun. Erinnere ich mich. Mhm. Aber ich habe Pokémon nie mit Sound gespielt. Ach so, sad. Ja, das auf jeden Fall zu Träumen und zu meinen Träumen. Und dann würde ich nämlich zum Spekulatius-Teil so ein bisschen übergehen wollen. Mich würde nämlich wirklich sehr interessieren. Du, luzide Träume, also Träume, die man bewusst steuern kann. Genau. Hast du das? Kannst du das? Hast du es trainiert? Weil es kann man ja wohl augenscheinlich so ein bisschen üben. Ich hatte schon mal, mir war einmal bewusst im Traum, dass ich gerade träume. Das habe ich relativ oft. Einmal passiert. Also, wo ich jetzt gerade noch spontan weiß. Ja. Und da konnte ich mir echt Sachen vorstellen, die auch dann passiert sind. Aber es war ganz kurz und ich war dann sehr traurig, als ich aufgewacht bin. Aber ich habe es nicht trainiert. Also, ich muss sagen, ich träume halt gefühlt einmal alle 2 Wochen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, wie oft träumst du? Na, man sagt ja, man träumt jede Nacht, aber man erinnert sich nur ganz selten. Ja, das kann sein, dann erinnere ich mich halt sehr selten. Vielleicht bin ich halt einfach dumm. Also ich träume schon fast jede Nacht und ich weiß es auch fast immer. Okay, krass. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht kann mir auch jemand von den Zuschauern jetzt sagen, ob ich Krebs habe oder woran das liegt, dass ich so wenig träume oder mich so wenig erinnere, Alzheimer oder so. Aber was will ich sagen?
von diesen Malen, die ich träume, habe ich halt einen hohen Prozentsatz, wo ich sagen kann, okay, das ist gerade ein Traum, weil ich halt irgendwie merke, dass es gerade nicht, dass die Logik irgendwie nicht so ganz hinhaut. Hm. Habe ich relativ oft. Das war bei einem 138-jährigen Mann zum Beispiel nicht so. Hm. Das war ein bisschen komisch. Aber du merkst ja im Traum nicht, dass es gerade unlogisch ist. Das wird dir ja erst bewusst, wenn du wach wirst und darüber nachdenkst. Manchmal raff ich es halt irgendwie, weil wenn ich dann irgendwie Orte sehe und weiß, hier war ich noch nie, aber tu gerade so, als wäre ich hier schon gewesen. So, solche Sachen kommen halt mir irgendwie komisch vor. Ich bin auch mal im Traum mit meiner Oma nach Chicago gelaufen, aus meinem Heimatdorf. Okay. Das war im Traum normal. Geil. In 10 Minuten waren Übers wir da. Übers Wasser oder? Nö, wir sind einfach über so eine Straße gelaufen. Die Straße nach Chicago. Hier ist Chicago, ja. Und sie träumt von Chicago. Ist sie dumm, die muss doch nur mal 10 Minuten nach rechts gehen. Meine Fresse. Ja. Nee, und da dachte ich mir halt auch, wenn ich so selten träume oder mich dran erinnern kann, macht es keinen Sinn für mich, das zu trainieren. Hm. Das geht aber wohl, indem du, ich glaube, du machst dir ein Zeichen auf die Hand auch oder so. Und wenn du im Traum auf die Hand schaust, du trainierst dich irgendwie einmal in der Stunde auf dieses Zeichen auf der Hand zu schauen. Und damit du das im Traum auch machst, und sobald du dann im Traum so dieses Zeichen nicht siehst, was ich nicht so ganz verstehe, weil wenn du das im Alltag so oft machst, machst du es im Traum ja auch und dann wirst du doch träumen, dass du dieses Kreuz da hast, oder nicht? Genau. Das erinnert dich ja daran. Ja, aber, ach so, das kann natürlich sein. Ich dachte, die Idee ist, dass du dieses Kreuz im Traum nicht da hast und dadurch weißt, dass es ein Traum ist. Entweder das, oder du erinnerst dich durch diese Geste daran, wofür die steht. Das kann und, sein. Und du weißt ja im realen Leben meistens, dass du gerade nicht träumst. Also gerade zum Beispiel träume ich nicht. Das weiß ich. Na, du denkst das. Das weißt du, kannst es nicht beweisen. Vielleicht sitze ich hier gerade gar nicht wirklich. Ach so. Hm. Aber ich kann mich bewegen. Ja, na und? Ich bewege mich, also bin ich, oder was? Das sind die berühmten philosophischen Sätze. Ich habe zumindest keine Schlafparalyse. Okay. Im Augenblick. Ja, das ist ja auch der große Gedanke von Matrix, ne? Du hast auch Matrix nicht gesehen, richtig? Nee, aber ich weiß, worum es da geht. Ja, so. Die haben in der Matrix haben die auch nicht gemerkt, dass die Matrix ist. Siehst du? Ja, also könntest du auch gerade träumen. Nee, ich träume nicht. Okay. Du bist also da so ein Logiker, wenn das angeht. Aber die Dämonen mit den Cowboyhüten, die kommen rein. Ich sag's doch nur. Ich sag nicht, dass es Dämonen sind. Ich sag nur, dass sie davon berichten und dass ich das nachvollziehen kann. Okay, ich erlaube das. Danke. Bitte. So, aber jetzt für mich die relevantere Frage. Nehmen wir mal an jetzt, du würdest das trainieren, bla bla bla. Du könntest das, ja? Hm. Du bist jetzt in deinem Traum-Schlaraffenland. Alles kann da passieren, ja? Hm. Du kannst nicht nur alles tun, sondern du kannst wie Gott alles aus dem Nichts erschaffen oder was auch immer. Was würdest du tun? Oh, sehr gute Frage. Hm. Ich glaube, die also ich esse immer sehr gerne. Aber Traumessen ist, glaube ich, gar nicht so geil, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich träume in letzter Zeit sehr oft davon, dass ich Fleisch esse. Oh. Es schmeckt immer ganz furchtbar. Demnächst träumst du, dass du AfD wählst. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich wird es auch um Sex gehen. Okay. Ja, es ist ja klar. Ich glaube, dass man so triebgesteuert ist, dass man sich, wenn man, man das könnte, würde man sagen, jetzt habe ich die Person hier, mit der will ich jetzt schlafen. Aber ich glaube, zuerst käme mir irgendwie in den Sinn einfach, jemanden zu treffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe, der tot ist zum Beispiel, dass ich mir wünsche, meine Oma wiederzusehen oder... Schwul! Zum Beispiel. Okay. Also, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht bin ich einfach zu asozial, um an solche Gedanken zu kommen. Also ich denke, dass zuerst so an... Obwohl, Opa Heinz ist schon cool. An so tote Verwandte, die man wieder treffen würde. Hm. Also, folgendermaßen. Ja. Was würde Robin noch darauf tun? Dieses ganze Sexding, muss ich sagen... Das ist halt was du in echt auch haben kannst. Jetzt vielleicht nicht zu jeder Zeit mit jedem, was du gerade irgendwie möchtest. Das macht's halt. Aber theoretisch hast du das in echt. Und ich bin tatsächlich ganz simpel beim Fliegen angekommen. So. Hm. Weil das ist was du in echt in der Form nicht machen kannst. Außer vielleicht mit Jetpack gerade so. Hm. Entwickelt sich ja gerade. Aber so komplett ohne alles, wie du laufen würdest, fliegen. Und da dachte ich, das ist ja irgendwie primitiv. Also, ich habe natürlich gleich von mir auf die ganze Gesellschaft und die Menschheit geschlossen. Und wenn man sich denkt, okay, nach all der Zeit, die wir jetzt hier auf der Welt sind, und du hast die Möglichkeit, theoretisch alles zu machen, und wobei kommst du raus bei diesem uralten, langweiligen Scheiß, ich fliege ein bisschen rum.
Dachte weil ich wir es nicht geschafft ja haben, zu fliegen als Mensch, also nicht als, als Person, so dass man jetzt so... Pfiuh. Das kann sein, aber hätte ja auch sein können, ich gehe mal auf die Oberfläche, na gut, existiert nicht, aber auf die Sonne oder so ein Scheiß, ja. Aber das interessiert mich halt einfach nicht. Was willst du auf der Sonne? So viel, ja, also selbst ein Mars oder so, okay, wenn es irgendwo einen Planeten gäbe, der wirklich richtig erdähnlich wäre, von dem wir gerade, also es gibt ja so ein paar Erden, die sehr ähnlich sind, weit entfernt, aber selbst da sage ich nicht, oh, das muss ich jetzt aber mal unbedingt sehen oder so. Und dazu kommt ja auch noch, dass es trotzdem Fiktion ist. Wir sind ja trotzdem noch im Traum. Richtig, es ist ja nicht richtig so, dass du dann realistisch... Es ist eine Simulation. Ja, du siehst ja nicht, wie wirklich der Mars aussieht, sondern wie dein Hirn denkt, dass der Mars aussieht. Das ist nochmal was anderes. Und deswegen ist es vielleicht mit dem Fliegen auch schon wieder ein bisschen verständlicher. Aber ich kann die Frage natürlich auch mal an die Zuhörer weitergeben. Was würdet ihr denn machen? Habt ihr eine kreativere Idee, außer, haha, ich bums mich jetzt einmal quer durch die Menschheitsgeschichte oder ich fliege? Aber ich weiß nicht. Apropos Bumsen, muss ich auch noch mal kurz einen Seitensprung machen, um... Seitensprung? Ja, witzig, gell? Nein. Ich habe mir überlegt, Männer und Frauen unterscheiden sich insofern. Und du kannst da vielleicht beidseitig auch eine andere Meinung vielleicht mal dazu geben, weil das war so mein Gedanke. Weil man ja sagt so, oh, Männer immer Sex, 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 Frauen eher weniger, das stimmt so nicht, meiner Meinung nach. Das ist Quatsch. Es gibt Männer, die weniger Sexdrive haben, es gibt Frauen, die mehr Sexdrive haben, das ist alles egal. Aber ich glaube, dass Männer, ja, wenn man jetzt eine Gesamtmenge an deren potenziellen Partnern sieht, ja, ich nehme jetzt erstmal den heterosexuellen Mann, weil da kenne ich mich aus. So, und da nehmen wir jetzt alle Frauen, ja? Ja. Und der Teil, von dem der Mann, also ich würde das so in drei Stufen teilen, ja? Würde ich nicht haben wollen, sagt der Mann, fällt was weg von diesem ganz Anteil der Frauen, ja? Dann gibt es den Anteil von, ja, würde ich. Ja? Und dann gibt es den Anteil von, ja, will ich. So. Ah, und ich glaube, bei der Frau ist einfach dieser Anteil von, ja, würde ich, ist wesentlich geringer. Das ist so meine Theorie. Dass die da eher fallen so, schon viel mehr weg, meinst du? Ja, dass die insofern halt nicht so dieses, ja, würde ich mich jetzt nicht beschweren, wenn die auf mir sitzt, so. Weißt du? Ich glaube, dass das bei Frauen ein bisschen weniger die ist. Die selektieren viel mehr. Dass sie halt auch genau den Sexdrive quasi haben. Ja. Aber dass sie eher sagen, ich nehme nur die, wo ich sage, oh, die will ich. Männer definieren sich sowieso viel mehr darüber, mit wie vielen sie geschlafen haben und Frauen mit wie vielen sie nicht geschlafen haben. Das finde ich gesellschaftliche Doppelmoral. Das finde ich super uncool. Also ist es auch, aber Slut-Shaming ist eine Sache, wo ich voll dabei bin. Das finde ich richtig dumm, ja. dass das da so mit zweierlei Maß gemessen wird. Das sage ich auch wertfrei. Ich sage auch nur, dass Männer ganz gerne zählen, mit wie vielen sie geschlafen haben und definieren sich oftmals dadurch. Und bei Frauen ist es eher so, sie sind da sehr vorsichtig und gelten lieber als jemand, die nicht so viele Partner aber hatte. Es ging mir jetzt auch gar nicht ums tatsächliche Schlafen. Da würde ich sagen, da habe ich auch ein bisschen Standards. Ja. Also da gab es halt auch schon Angebote, wo ich sage, okay, ich finde jetzt nicht abartig, aber muss halt gerade nicht sein. Oder so, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ne, also darum geht es mir nicht, jetzt irgendwie hier so ein Pokémon-Album voll zu machen. Da sehe ich nicht so den Sinn drin. Außerdem muss man halt schon sagen, wenn du eine Person hast, die du wirklich, wirklich gut findest, ist halt einfach um Welten besser. Muss man sagen, wie es ist so. Ja, Sex mit einem Partner ist interessanter. Vor allem da sparst du dir halt auch dieses, was findest du gut? Also das ist ja auch mal ganz interessant und so, ja. Habe ich nichts dagegen, ja. Aber dieses irgendwie immer wieder, ja, findest du das gut? Wollen wir das mal? Und, nee. Du machst halt genau das, worauf du Bock hast. So. Das ist halt, aber das wir kuft sich ab ein irgendwann. Genau, und dann sagst du hier, mach mal, und dann wird gemacht so. Und, ach so, läuft das bei dir, ja. Tino, du bist doch immer dabei, weißt du, wenn nicht so. Stimmt. Nein, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, einfach nur dieser Part von, ja, würdig ist, glaube ich, ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied in der Sexualität, beziehungsweise im Sex-Drive oder wie man es auch benennen will. Ja, ich habe es schon oft erzählt, also die bi-homosexuellen Männer, die ich so kennengelernt habe, die sind da relativ freizügig und schlafen sehr schnell mit dir, wenn du optisch passt und überlegen da nicht großartig und sind weniger auf der Suche nach Partnerschaften. Okay. Und da ich ja quasi zweigleisig fahre, kann ich auch sagen, dass ich mehr mit Männern als mit Frauen geschlafen habe,
weil man an Männer einfacher kommt. Es nimmt sich jetzt nicht sehr viel bei mir, aber es ist trotzdem so, dass ich merke, wenn ich richtig Bock habe, dann finde ich sofort einen Typen, mit dem ich ins Bett kann. Bei einer Frau müsste ich ein bisschen mehr arbeiten und ich will auch nicht mal so viel von mir preisgeben. Bei einer Frau muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Das, nee, also es ist mal anders. Also so diese die Frauen, ey, da muss man mal Blumenstrauß ankommen. Das ist so nervig. Nee, es ist einfach anders, weißt du? Die sollen ihren Dick-Code hier endlich veröffentlichen und gut ist. Nee, ich meine nur, du hast ja so Sachen wie Grindr und Romeo und solche Geschichten, wo sofort klar auch ein Profil steht, Suche, Sex, Beziehung oder Freunde. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Warum gibt es denn nicht dieses fucking, irgendwie einfach so Tinder Plus oder so? Wo halt wirklich keiner mehr sagt, oh, ich bin hier nur, um neue Leute kennenzulernen. Ich bin neu in der Stadt, ich will Leute. Ja. Dieser Bullshit, Alter. Ich Leute, lasst ja es alles, sein. Ich finde es ja alles völlig in Ordnung. Ich will auch keinen abwerten. Ich meine nur. Ich weiß. Und ich sage auch nur, dass tendenziell ist es einfacher, an einen Mann ranzukommen als an eine Frau. Es geht einfacher und schneller, sich mit jemandem zu verabreden und das dann zum Sex kommt, als bei Frauen. Aber ich finde es auch schön, das ist jemanden bestimmt zu Teil werden. Des Slut-Shamings. Weiß ich nicht. Bestimmt. Weil die Frau will halt dann nicht als Schlampe dastehen, die nimmt jeden. Aber das ist halt die Doppelmoral. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die auch sehr offenherzig waren. Ja, natürlich gibt's das, aber ich meine, in der Mehrheit macht das halt schon was aus. Ja, ja. So, wenn halt international übelst anerkannt wäre, eine Frau, die mit 100 Kerlen schläft, ist super cool oder was weiß ich, wenn das so das gesellschaftliche Bild wäre, dann wäre das anders. So. Ich glaube nicht, dass das individuell von der Frau abhängt, sondern schon. Das ist ein Konstrukt, um auf die Träume zurückzukommen. Aber um es jetzt hier nicht ganz so profan und so zu machen, ein bisschen Romantik, ja, ein bisschen, es muss ja so ein bisschen wenigstens ein Spiel mal dabei sein, ja? Ja? Kann. Um so ein bisschen mal, ach ja, du bist ja ganz nett. Ich meine, ein Flirt ist ja nicht, ey, lass bumsen, das ist ja kein Flirt. Nicht direkt. So, das ist ja, ich finde offene Menschen super, ja, die einfach direkt sind und sagen, hey, ich finde dich, ich will dich, was auch immer. Aber hin und wieder mal sagen, oh, that's what she said. Naja, verstehen wir uns. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auch mal schön, jemanden langsam kennenzulernen. Und ich bin auch kein Typ, der jetzt sofort jemanden anschreibt und sagt, Bock ficken, ja, nein, vielleicht. Ich will auch die Menschen erstmal kennenlernen und will auch so eine gewisse intellektuelle Ebene haben. Ich will erstmal wissen, wen die wählen. Und wenn die was Böses wählen, was ich nicht mag, dann gehe ich nicht mit denen ins Bett, dann arbeite ich nur als Schauspieler für. Kein Sex mit Nazis. Okay. Da meinst du, sie sterben so aus, ja? Willst du Genozid an Nazis begehen? Ist das auch schon Genozid? Per Definition wahrscheinlich nicht. Einfach verweigern, mit diesen Leuten Sex zu haben. Es geht ja um eine Gesinnung, nicht um eine Rasse. Ja, aber was wäre jetzt zum Beispiel, Rasse, wenn wir in der Gesellschaft beschließen, wir haben jetzt keinen Sex mehr mit Juden. Das ist Genozid. Das ist Genozid. Naja. Weiß ich halt. Also per Definition, was ich rausgegoogelt habe vor ein paar Wochen, ist das, da stand das nicht dabei. Weigern, mit ihnen Sex zu haben. Sie können ja auch untereinander sich vermehren. Ja, ist ja richtig. Die haben ja die Möglichkeit. Ja. Aber wenn alle anderen sagen, nö, jetzt kein Sex mehr mit Juden. Ist kein Genozid. Ist kein Genozid. Okay, schlag das mal vor. Es ist nur ein Sexozid. Ein Sexozid, schön. Okay, Sexentzug. Okay, träumen. Tino, was geht? Ich hatte mal einen ganz intensiven Traum, als Michael Jackson starb. Okay, fängt gut an. Ja, der ist ja in den Sommerferien gestorben, da war ich auch noch in der Schule. Oh, ungünstig, ey. Ja, echt scheiße. Mit den Sommerferien, ihr wollt schön Spaß haben. Und wenige Nächte später, also ich bin zu dem Zeitpunkt frisch Fan geworden, weil meine, wer war das denn? Irgendein Verwandter hat mir eine Doppel-CD geschenkt, irgendwie, so hat mir aus dem Urlaub mitgebracht und ich habe den halt gerne gehört auf einmal. Dann ist er gestorben. Mist. Zufall. Hatte ich ganz oft, dass Leute gestorben sind, die ich gerade gerne gehört habe. Okay. Ich bin übrigens großer Böse-Onkels-Fan. Spaß, ich wünsche keinen den Tod. Und ein paar Nächte später bin ich quasi im Traum an der Hauptstraße bei uns im Dorf, wo ich auch aufgewachsen bin. Hauptstraße in Hintertupfingen. Michael kommt mit Moonwalk vorbei. Das ist so eine Art fast. Also es war nachts und es war eine Bushaltestelle. Und auf einmal kommt Michael Jackson auf mich zu. Absolut, wäre ich jetzt nicht. Er war sehr groß irgendwie, hatte einen roten Mantel an, war irgendwie ziemlich dick. Aber es war er. Hast du mit Elvis verwechselt. Genau. Und er sprach irgendwie, er hat nicht zu mir gesprochen. Er hat mich nur in die Arme genommen. Er hat mich ganz, ganz fest umarmt.
Und ohne Ironie, ohne Spaß, das war voll das überwältigende Gefühl. Ich habe voll viel Liebe gespürt, Zuneigung. Es war richtig krass. Weißt du, wie er es gemacht hat auf seiner Ranch? Und er ist dann wieder, hat mich dann losgelassen, ist dann wieder, dann die Straße wieder hochgelaufen. Da war der Traum vorbei. Und ich als ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Es war 2009, 15, 16 war ich da. Ich dachte so, er hat sich von seinen Fans verabschiedet. Oh. So, also nach dem Motto, natürlich bin ich jetzt nicht so einer, aber ich dachte mir, so können sie es mir irgendwie erklären. Und es war echt so voll das krasse Gefühl, was ich nie wieder erlebt habe in einem Traum. So. Es war einfach so überwältigend, mit Liebe überschüttet. Tino, musste vielleicht mal in den Arm genommen werden. Nur von Michael Jackson. Hatte ich deine nichts bedeutenden Tinder-Liebschaften, haben die dich kalt und verkrüppelt zurückgelassen und du willst eigentlich nur mal in den Arm genommen werden. Ich würde damit nur sagen, dass mich Falco noch nie umarmt hat im Traum. Der Schweinehund. Also ihn höre ich seit vielen Jahren. Ich habe seine Signatur auf den Arm tätowiert. Und er hat mal im Traum zu mir gesprochen, tatsächlich. Tino, mach gut. Gut machst du. Genau so musst du auch machen, Dicky, richtig. Da bin ich mit meinen Eltern auf der Couch aufgewacht irgendwie und da kam halt so Falco als so grüner Geist und er hat zu mir gesprochen. Mhm. Warum grüner Geist? Also irgendwie grün, keine Ahnung. Er hatte so weiße Haare. Jedenfalls hat er zu mir gesprochen, aber er hat mich nie umarmt. Schwein. Meine Vaterfigur Falco, ja. Ja, Falco stand halt nicht auf kleine Jungs. Das ist der Unterschied. Stimmt. Ja. Also großartig, ich habe leider nicht solche Träume, über die ich sonst noch berichten kann, glaube ich. Ich habe diesen einen einschneiden, ansonsten, keine Ahnung. Luzide Träume, also ich sehe mich da auch jetzt nicht in der Zukunft, das trainieren, vielleicht irgendwann mal. Wenn ich merke, dass ich mehr träume, könnte ich da drüber nachdenken, aber wie gesagt, ich habe jetzt ja schon relativ oft das Gefühl oder das Wissen, das ist gerade ein Traum. Warum hast du denn eigentlich einen Stift von die Linke in der Hand? Der lag schon hier. Dieser Nationalsozialismus, der war schon in Deutschland. Wir haben den nur aufgehoben. Da steht drauf, zu mitschreiben. Ich habe wieder Klinikum Fulda. Toll. Auch schön. Sagt das über irgendwas was aus? Die haben viele Gäste hier bei Radio Lotto. Die haben die Linke und die haben... Klinikum Fulda. Das sind dann die Zuhörer am Radio, die da die zuhören und tagtäglich ein- und ausgehen. Nachrichten schreiben. Du hast die ganze Zeit hinter dir da so einen Typen, der auf dem Balkon rummacht und irgendwie, wir reden so viel über Mord und Totschlag hier. Ich denke die ganze Zeit, der fällt da gleich runter. Aber der stirbt da nicht. Das ist nicht hoch genug. Schade. Schade. Ja. Luzide Träume. Hast du noch einen anderen Traum, über den du berichten willst? Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, aber... Ich finde noch das Thema Schlafwandeln sehr spannend. Bist du mal schlafgewandelt? Nicht, oder kennst du einen? Ich gehe nachts mal aufs Klo, aber... Weil du alt wirst. Da bin ich... Nee, hat das was mit alt zu tun? Laber. Schon. Nein. Alte Menschen gehen tendenziell eher aber nachts. Aber ich bin als Kind auch schon nachts aufs Klo gegangen. Weil du schon immer alt warst. Das wird jetzt die Nosteravulfil-Oase freuen, dass du solche Sachen sagst. Ich hatte einen Klassenkameraden, wenn ich kurz vorm Einschlafen halt was trinke, dann weiß ich nicht. Ich nicht. Okay. Ich wache da meistens morgens auf mit einer vollen Blase. mit einem vollen Bett. Ja. Das ist auch ein Thema für sich, ja. Das hatte ich im Kindergarten tatsächlich. Ich habe da oft im Mittagsschlaf eingesägt. Das hatte ich auch in der Grundschule so zwei, drei Mal, dass ich geträumt habe, ich muss pullern. Ja. Ein Puller genau. Im Traum, dann war das Bett nass. Ja. Also im Kindergarten ist das letzte Mal gewesen, aber ich habe dann immer gesagt, entweder ich habe nur geschwitzt. Ja, genau. Und als Kind denkst du halt, das ist eine super Ausrede. Ne? Ey, Tante Conny, ich habe nur geschwitzt, das ist keine Pullerie, ne? Es riecht so, es ist nur um deinen Arsch drum rum. Ja, ja. Aber du denkst ja, oh, fein raus, ey, richtig geil, was überlegt, ne? Und als sie dann irgendwann mal gesagt hat, nee, du hast nicht geschwitzt, ich weiß doch, dass du eingemacht hast, ist doch nicht schlimm. Nee, das war Oma Inge mit einem ganz langen Schlauch. Hallo. Genau. Ja, nur solche Geschichten. Oder auch feuchte Träume. Ja, kenn ich nicht, tatsächlich. Kennst du echt nicht? Nee. Ich auch nicht. doch, tatsächlich. Ich habe das lange Zeit in meiner Pubertät gehabt. Und auch noch im Erwachsenenalter wie jetzt gab es so zwei, drei Vorfälle, wo ich auch von Sex geträumt habe. Und ich dann quasi, es ist echt sehr persönlich, aber... Ja. Ja, aber ich erzähle nicht weiter, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, also das Ding ist, nur weil ich das jetzt nicht hatte, ist ja trotzdem es ist normal, relativ normal, soweit ich weiß, aber ich hatte es halt einfach nie, keine Ahnung. Also, das haben viele Männer, dass man mit einer Mola Abedizi, wie heißt der? Was? Das ist so ein MTV-Moderator, der hieß Mola Abedizi oder den kenn ich, so. Ja. Und da haben wir früher gesagt, ich bin mit einem Mola Abedizi aufgewacht. Eine Morgenlatte. Ach, eine Mola. So.
Ach so, ich dachte jetzt wieder an was ganz anderes. Nein, aber, also gut. Das kennt man, aber keine Ahnung. Na, morgen, Erektion haben ja alle Männer. Ja, meistens. Also das, ich glaube, das Ding ist eher, dass, also soweit ich weiß, hast du halt einfach die ganze Nacht durch immer mal wieder. Ja, ja. So. Und morgens wachst du halt auf und dann ist halt einfach oft halt gerade so eine Phase. Es ist normal. Also es hat jetzt nichts, ich glaube nicht, dass jetzt deine Latte dich weckt zum Beispiel, das meine ich. Nee. Sondern dass das einfach mehr oder weniger Zufall ist, dass du halt immer so eine Phase aufwachst. Der streckt sich einfach auf, wie der Mensch immer jeden Morgen. Ja. Oh, genau. Aber Schlafwandeln. Ich hatte einen Klassenkameraden in der Grundschule, der ist geschlafwandelt sehr oft und hat einmal in der Nacht Batterien gegessen. Er hat 2 Batterien verschluckt. Was denn, so große? Naja, so für ein Gameboy, so das sind ja so schon ziemlich große Zapfen. Also. Ja, ja. Es gibt ja noch die kleinen für die Uhren, da hätte ich eher gedacht, aber krass. Da musste er ins Krankenhaus. Okay. Und, ist der dahin geschlafwandelt? Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Aber er hat es wohl irgendwie gemerkt. Mhm. Und war ein bisschen unangenehm im Hals. Wahrscheinlich. Und dann ist er, der war 3 Tage nicht in der Grundschule und hat dann davon berichtet. Warte mal, schien ihm dann die Sonne aus dem Arsch? Nee, aber die Batterien kamen wieder raus. Echt, ja? Naja. Also ich habe tatsächlich mal von so einem Fußballspiel, wo du so Figuren so nach hinten ziehst und dann loslässt und dann schnippst du es so. Also da haben wir eine Metallkugel, die habe ich mal verschluckt. Und da musste meine Mutter dann tagtäglich meine Scheiße durchwühlen, um zu schauen, ob die wieder rauskam oder ob die irgendwie im Blinddarm landet oder sonst irgendwas. Großartig. Dann am besten viel Sauerkraut essen, Kümmel und so. Keine Ahnung, kann sein. Ist ewig her, war ich 8 oder so, keine Ahnung. Ist das eklig. Aber auch spannend. Da denkt man sich, wo wir es von Mutterwerden hatten, ich will mal nie Mutter werden. Ich habe von vielen gehört, die Scheiße vom eigenen Kind ist nicht so schlimm. Okay. Und mein Praxissemester musste ich auch manchmal. Also ich war ja. Du bist halt aber auch nur in so Fetischkreisen unterwegs. Ist klar, dass die dann Scheiße nicht so schlimm finden. Nee. Im Praxissemester musste ich auch manchmal von so Patienten, also ich war ja in einer psychosomatischen Reha-Einrichtung, wo das Telefon geht. Gehe ich ran. Aber ist hier drin überhaupt ein Telefon? Ja. Hier ist halt echt ein Telefon. Soll ich mal rangehen? Geh mal ran. Radio Lotte, hallo. Hallo, Radio Lotte. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber man hört halt Radio im Hintergrund ganz leise. Irgendjemand, der im Auto sitzt oder so. Verwählt! Ja, das ist diese Quality Time, für die Leute hier einen Hörerwunsch bezahlen. So, schön. Jedenfalls war dann das wieder draußen. Aber ich habe noch nie was verschluckt, was wieder raus musste. Kaugummi vielleicht mal, aber jetzt kein Geschoss oder. Ich habe mal so eine 9mm verschluckt, die musste dann wieder raus. Dumm gelaufen. So ein Geschoss. Ja, aber Träumen an sich ist schon nice. Ja, ich empfehle euch allen die Doku Nightmares auf YouTube. Die ist sehr spannend. Ich würde sie nicht vom Schlafengehen angucken, aber sie ist echt gut. Und zum Abschluss habe ich mir noch was richtig Schönes überlegt, Tino. Ja. Weil Traum kann man ja auch so ein bisschen übertragen sehen. Mhm. Was, Tino, ist denn dein großer Traum? Oh, wow. Ja, wir machen ja einen richtigen Striptease, einen Seelenstrip vor den Leuten. Mein Traum ist es, Tatortkommissar zu werden. Echt, ja? Ich möchte einmal ein Tatortkommissar sein. Ich wollte gerade noch sagen, vielleicht unterscheiden wir es in allgemein und dann persönlich, weißt du? Aber ja, Tatort. Beides, ich wäre gern Tatortkommissar. Ich möchte für die Welt, dass ich Tatortkommissar werde. 5 Minuten, dann. Ja. Ich wünsche mir für die Welt, dass ich Tatortkommissar werde. Genau. Da ist der Welt geholfen. Für die Welt. Ja, also klar, also jetzt mal als Ding so Weltfrieden und so, und das kann er mehr leiden. Ja, aber dieses Alibaba. Dieses Alibi. Bisexuell. Ja, also ich wäre gern tatsächlich ein erfolgreicher Schauspieler, Tatortkommissar. Ich durfte ja jetzt schon im Team, ich war ja erst eine Leiche. Aber wirklich Tatort. Findest du Tatort so geil? Naja, es ist halt also was Großes. Jetzt mal, guck mal Christoph Waltz an zum Beispiel. Wenn du in so einem Tarantino sowas international mitmachen könntest, dein Englisch ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste und so. Yes. Siehst du, du hast voll drauf. So, ist das nicht irgendwie attraktiver? Nee, jetzt nicht unbedingt. Das ist mir zu viel. Ich will nicht irgendwie von Paparazzi umzingelt werden, überall wo ich bin. Ich wäre gerne in Deutschland und deutschsprachigen Raum, wäre ich gerne bekannt. Also vielleicht nicht bekannt, ich finde ja dieses Berühmtsein nicht so geil, aber es gehört halt dazu und du musst es sein, um erfolgreicher Schauspieler zu sein. Aber ich will einfach nur Filme drehen und wäre gerne Hauptkommissar beim Tatort und ich mag einfach das zu sein, so, und das zu spielen. Man wächst ja auch mit seiner Realität.
Dann kann man ja noch mehr träumen. Was ist dein großer Traum, lieber Robin? Also ich möchte, dass ganz alle Menschen was zu essen haben und dass sie keinen Krieg haben und dass alles ganz toll ist für die Menschen. Und da das jetzt vom Tisch ist, für mich, wir gehen mal in die Utopie rein. Weil ich würde sehr gerne eigentlich das, was ich aktuell mache, Videos, richtig mit Reisen verbinden. Ich finde, also wenn ich Weimar so als Standpunkt habe, ist okay. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwo im Ausland fest wohnen, aber ich würde gerne ganz viel und ganz verschiedene Reisen, am liebsten eigentlich mal jedes Land der Welt sehen. So. Aber, deswegen sage ich Utopie, ich fände es jetzt nicht so geil, jedes Wochenende mit Ryanair, mit Billigflieger irgendwie in ein anderes Kacknest. Da würde mein Gewissen schon schallern. Also würde ich dann schon sagen, vielleicht kommt ja in der Zukunft eine Variante. Zur Not kann man natürlich auch einfach zu Fuß trampen oder was auch immer, aber das ist halt sehr zeitintensiv. Das kannst du dann wiederum nicht machen, dass du in Weimar bist, keine Ahnung, und dann eine Woche Weimar, eine Woche nach Chicago laufen. Genau, ja, eben, genau sowas. Und dann wieder eine Woche Weimar, dann eine Woche nach Rom laufen. Das funktioniert halt nicht ganz so geil. Und ja, also ich weiß, der Weg ist das Ziel und so, aber ich finde das eigentlich ganz geil, weil wir auch diese Public Prank Compilations gemacht haben schon. Diese Hotspots, also in Hauptstädte von Ländern rein, finde ich eigentlich schon ganz geil. Ich muss nicht unbedingt durch jedes Land durchlaufen. Ich würde gerne jedes Land irgendwie mal gesehen haben, aber ich würde halt ungern von jeder Küste mal zur Hauptstadt laufen oder so. Das ist halt einfach so zeitintensiv. Das schafft man wahrscheinlich einfach gar nicht. Aber zum Beispiel ein Video aus jeder Hauptstadt der Welt oder so, das fände ich schon ganz interessant. Und dann bei Ländern, wo es mich wirklich interessiert, dann auch mal die ländlichen Gegenden, wie ich es auch in Japan zum Beispiel gemacht habe. Aber als Videoproduzent, ne? Du willst dann auch dann schon darüber drehen. Ja, weil ich finde halt, und das unterscheidet mich halt von so einer hässlichen Bibi oder so, ich weiß halt, dass eine Bibi guckt sich nicht nach Jahren irgendwie nochmal an, ach, damals, als die coole No-Water-Drink-Challenge mit Julienko gemacht habe. Das war toll, das schaue ich mir jetzt nochmal an. Das macht die halt nicht. Das ist einfach ein Wegwerfprodukt, was sie macht. Aber ich gucke mir halt jedes von meinen Videos gefühlt einmal im Jahr an. So. Weil es einfach, das ist ein Ding, das steht so, das kann ich mir immer wieder anschauen. Das ist, immer noch geil. Zeitlos. Es ist zeitlos, es ist einfach Kunst. Es ist einfach dieser Nostrabimo, der hat es einfach so drauf. Ne? Ja, und sowas irgendwie in jeder Hauptstadt mal zum Beispiel, nur so als Gedanke, das wäre schon geil. Ein schöner Traum. Das ist eine Utopie. Ja. Und vielleicht platzt mir auch irgendwann die Hutschnur und dann bin ich plötzlich weg. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber es wäre schon geiler, das irgendwie zu verbinden. Aber sag Bescheid. Und da sind wir wieder bei diesem hässlichen Kapitalismus, ne? Ja. Karl Marx hat es schon gesagt, der bricht zusammen. Und vielleicht bricht er auch irgendwann wirklich richtig zusammen. Wenn das Geld nicht wäre, dann hätten wir ganz andere Möglichkeiten und könnten unsere Träume erfüllen. Ich finde das mit dem Geld halt insofern irgendwie hässlich, aber das ist eine Diskussion für was ganz anderes. Dass es halt alles irgendwie so einen Wert gibt. Also, dass das so Menschen bemisst, weißt du? Okay, du bist jetzt ein Hartz-IVer, du bist jetzt mal nicht so viel wert wie ein Jeff Bezos. So, das finde ich irgendwie, das ist so unsexy, das ist so ungeil. Und dass du dann irgendwie auch deine Zeit einteilen musst mit, oh, wenn ich das jetzt mache, lohnt sich das, ja? Lohnt sich dieses Zeitinvestment für das wenige Geld, was dabei, solche Gedanken will ich halt überhaupt nicht haben, so. Und wenn wir diese Gedanken nicht mehr haben, sind wir wirklich frei, vielleicht. Freiheit. Revolution. Ja. So, jetzt haben wir schon wieder überzogen, aber das ist ja okay, wir sind ja im Hörerwunsch. Aber wir werden gleich aus dem Ding hier rausgekachelt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Obwohl ich uns eingetragen habe, bis 16 Uhr oder so. Naja. Schweine. Wie es halt so ist. Das ist, weißt du was, das ist ein Hate Crime wegen unserem Brief, den wir letzte Woche im Brennpunkt bekommen haben. Alles, was wir gut machen, das kriegen wir zurückgezahlt. Ganz böse. Ja. Liebe apropos Zahlen. Zuschauerinnen, genau. Danke nochmal für die 20 Euro für diesen Hörerwunsch. Ich hoffe, wir konnten euch richtig schön in den Abend, in den Schlaf, in den Morgen geleiten. Konnt euch richtig schön in den Arsch. Wir konnten euch richtig schön diesen Hörerwunsch in den Arsch einführen und zum Ohr wieder raus und verköstigen. Ist egal. Vielen Dank fürs Bezahlen. Wenn ihr das auch machen möchtet, bei YouTube unter brenn.internet findet ihr in der Videobeschreibung den PayPal-Link. Da könnt ihr 20 Euro hin donatieren und dann ein Thema eurer Wahl angeben. Und wir reden eine Stunde drüber. Ist doch geil. Jedes Thema. Und ich würde sagen, ab irgendeinem Punkt müssen wir vielleicht auch mal auf 22 Euro hochgehen. Du Kapitalist. Also macht's lieber schnell. Richtig. Schlag zu. Ja. Die großen Sparwochen bei Nosterafu. TV. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Schlaf gut. Ja, genau. Das, was Tino sagt. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf gut, ey. Fand gut, Janne. Ja. Danke, ja.